Hallo, meine völkerauslöschenden Alpelexatoren und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Ründchen Helix. Ja, in der letzten Folge sagte ich, es wird nur noch eine Folge sein und dadurch, dass wir hier die ganze ganz cool jetzt auslöschen mussten, wird es sich jetzt noch ein bisschen länger dauern. Deswegen sage ich nicht voraus, es ist die letzte Folge. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir werden uns jetzt erstmal um Mr. Zadomski kümmern. Denn er steht unserer Macht im Wege. Deswegen, warte mal, sind die jetzt eigentlich bösartig oder gutartig? Ihr müsstet doch jetzt wieder gut sein, oder? Nein, natürlich sind sie es nicht. Totaler Nonsens. Ihr müsst jetzt gutartig sein. Aber naja, gut. Dann löschen wir euch einfach mal kurz aus und dann passt das Ganze. So. Defekte Maschine, würde ich mal sagen. Oder er ist von Zadom gesteuert. Das ist, glaube ich, logischer. Zadom hetzt uns unsere eigenen Leute noch auf den Hals. Ich finde, das hätten sie anders dann machen müssen, dass sie dann schreiben. Also da merkt man, dass das doch recht schnell zum Abschluss kommen musste. Aber da hätten sie sich nochmal überlegen müssen, weil es ja doch nochmal weitergeht. Dass man sagt, hier, pass auf. Wer ist denn noch? Okay. Noch mehr, Herrscher. Dass man sagt hier, okay, du bist jetzt wieder bei den Alps. Und aus diesem Grund gehorchen jetzt die ganzen Maschinen dir wieder und sie sind deine Freunde. Und alle, die dann sagen, oh, Verräter, Blackheks, die sind dann deine Feinde auf einmal. Also das spricht, dass die Freunde zu Feinden und die Feinden zu Freunden wieder werden. Das wäre noch cool gekommen, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel Aufwand dafür, dass das Spiel, na, regulär ist es ja zu Ende, ne? Wir sind fertig, wir sind durch. Hier kommt jetzt nicht mehr wirklich viel. Außer jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir natürlich machen werden. Ja, oben drauf war das ja genau. Da dann huschen wir mal ab dafür. Ah, schon ein bisschen wehmütig bin ich schon. Ist ja dann doch irgendwie alles zu Ende. Und ja, ist schon doch leicht schade. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Weil es ja auch, das Spiel ist ja sozusagen, damit habe ich ja begonnen. Auch wenn es holprig war, die Aufnahmen nicht so super liefen, die Audioeinstellungen noch ein bisschen, naja, war halt alles noch nicht ganz so. Ich war noch nicht so richtig dabei. Und ja, jetzt bin ich bei 100, über 140 Folgen. Und ich glaube, ich werde das jetzt schon vermissen. So ein bisschen. Weil es so wirklich mein erstes Let's Play war. Und dann war es noch ein von meinen Lieblingsentwicklern. Und ja, ist vorbei und ach, schade. Ich hatte die ganze Zeit immer noch überlegt, ja, mach's vielleicht nochmal eine Runde Gothic. Aber nee, das Problem wirklich bei Gothic ist einfach, wenn ich das jetzt anfange, ich kenne das Spiel schon komplett. Ich habe das mehrfach rauf und runter gespielt. Ich weiß jeden Weg, den man da so weit laufen kann. Gut, nicht hundertprozentig jeden. Es gibt bestimmt noch ein paar Wege, die man nicht erkundet hat. Aber ich kenne die Story, ich weiß, um was es geht. Ich kann mich da nicht so... Ich möchte wieder mehr Spiele dann noch haben, besonders storybasierte Spiele, wo ich mich mehr hinsetzen kann und sage, wow, kenne ich noch gar nicht. Ah, ist ja interessant. Ui, was für eine Entwicklung. Lieber Elix, ging das ja jetzt noch, ne? Ich habe das Spiel jetzt mal einmal gespielt, aber einmal ist ja doch manchmal kein Mal, besonders beim Zocken jetzt. Bei bestimmt anderen Dingen sehe ich es anders, aber jetzt beim Zocken... Bin auch damals extremst durchgeklickt und ja, ach komm, interessiert mich nicht, rechtsklick und fertig die ganze Sache. Und hier möchte ich das doch wirklich, jetzt konnte ich es wirklich genießen. Ich habe wirklich das so durchgespielt, dass ich alles mitgenommen habe, was geht. Ich habe mir alles angehört, habe mir alles angeschaut, bin durch die gesamte Karte, habe alle roten Steine zumindest gesammelt. Wir haben das Rätsel mit der Landkarte fertig gemacht. Also von daher kann man wirklich sagen, man hat das Spiel wirklich komplett mitgenommen. So, der ist auch erledigt. Ich glaube, hier waren wir zwischendurch schon mal gewesen. Ne? Da hatten wir einmal alles weggeknallt. Genau, Zadom hat sich jetzt hier mit seinen Mutanten zurückgezogen. Ja, die Mutanten sind schon tot. Jetzt gucken wir mal... Zadom muss ausgeschaltet werden. Er ist eine Bedrohung und er kann nicht einfach nur weggehen. Das wäre emotional und das interessiert keinen. Boah, gib mir mal schon mal die 4. Wie hast du mich gefunden?
Das war nicht so schwierig. Ich glaube, ich kenne so langsam deine Pläne und Gewohnheiten. Alter Mann. Meine Pläne, sagst du? Dann weißt du ja auch, was ich als nächstes vorhabe. Ja, aber es wird dir nicht gelingen, den Platz des ersten Elexitors einzunehmen. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Du hast keine Armee Bald mehr. Schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Du wirst jetzt bezahlen für deinen Verrat. Hä? Ich werde nicht gegen dich kämpfen, aber er muss ja beseitigt werden, weil er ja immer gegen uns schießen wird. Du wirst jetzt bezahlen für deinen Verrat, ist ja klar. Das ist Nonsens. Gib auf, Zadom, deine Mutanten sind größtenteils vernichtet oder werden es bald sein? Ja, ich will ja nicht, dass du aufgibst, aber ich werde sagen, mich wirst du nicht so leicht besiegen. Mich wirst du nicht so leicht besiegen. Deine Ziele sind jedoch nicht mit meinen oder denen der Alps vereinbar. Ich habe schon bald die Kontrolle über die Belange der Alps und der freien Menschen. Du bist sehr stark geworden und du hast eine Mächtigste, die seinesgleichen sucht. Doch einen Fehler hat deine Rechnung. Du hast mich von Anfang an unterschätzt. Nein. Das wird dir nun zum Verhängnis. Jetzt wird abgerechnet. Warte mal, ich muss kurz... Ah. Ah, der war das also. So, jetzt habe ich den richtigen. Lalalalalala. So, machen wir mal den hier noch kurz. Boom. Oh, jetzt können wir auch mal die Waffe nutzen. Schießen wir mal ein bisschen umher. Wir lassen keine Chance mehr. Ich bin das mächtigste Wesen. Ich werde der nächste Hybrid sein. Aber erstmal muss ich natürlich alles in die richtigen Bahnen lenken. So. Alter Mann, du warst es nie wert gewesen. Na gut, hier schon mal den Schussmodus wechseln. Wir haben noch mal ein Level Up. Natürlich werde ich so lange wie es geht noch Punkte hinein investieren. Wir könnten eigentlich auch mal zwischendurch... Genau, wir werden mal zwischendurch Waffenhändler, der letzte Mensch im Dorf. Ist ja alles besiegt, das ist jetzt unser Außenposten. Dann können wir ja nochmal an eine Werkbank gehen. Und wir werden nochmal ein paar Elex-Tränke brauen. Guck mal, hier haben wir eine Menge Schnaps, haben wir ja 25 Stück. Das sieht sehr gut aus. Reines Elex. Ja, nee, wir brauchen einen kleinen Elex-Trank. Das bringt uns nur leider nichts, weil uns dann wieder Elex fehlt. Aber komm, wir machen einmal mit und dann brauchen wir noch einmal ein reines Elex und dann können wir nochmal einen normalen Elex-Trank machen. So, dann schlürfen wir mal wieder unsere Elex-Tränke runter. Das sind dann 50 Punkte. Das sind 10 Punkte, die wir investieren können. Das ist eigentlich ganz okay. Gluck, 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 gluck. Man kann ja das Trinken herunterstürzen. Na, guck mal, fehlt aber immer noch, glaubt. Nee, wir haben perfekt. Guck mal, dann machen wir die Stärke auch noch so. Dann haben wir 2 auf 85er Wert. Sehr schön. Was haben wir noch? Guck mal. Oh, 3 auf 85. Jetzt haben wir noch den. Gerissenheit ist nur 40. Na, komm, machen wir hier nochmal rein. Sehr schön. Coole Sache. Ich könnte jetzt auf jeden Fall nochmal die Fernkampfwaffen lernen. Das glaube ich, mache ich auch noch. Guck mal, den kann ich lernen. Den kann ich lernen. Angriffsstärke. Wie wucht deine Schläge mit jeder Stufe? Kann die hier alle lernen, wa? Ach, wisst ihr. Ach, wisst ihr. So, warte mal. William. Wir gehen erstmal zu den Outlaws. Quatschen jetzt mit denen mal. Wenn ihr euch gegen mich entscheidet, werdet ihr alle sterben. William! Ich bin wieder zu Hause. Ach nee, war ja in einem anderen Teil. Entschuldigung. Hey du, wir müssen uns mal unterhalten. Was denn? Was willst du? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du im Eispalast beim Hybriden warst. Ja. Wie kommen die ganzen Schwachköpfe hier eigentlich auf so einen Mist? Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist. Ach komm, du Aufschneider. Kein Wort, glaube ich dir. Ich hab dich bei uns aufgenommen. Ich kann das auch gerne wieder rückgängig machen.
Hä? Der Hybrid hat seine Vorbereitung beendet und wird die Welt nun in seinen Grundfesten verändern. Was glaubst du, wie oft ich so einen Unsinn schon zu hören gekriegt habe? Nette Geschichte. Aber erzähl die Scheiße gefälligst jemanden außerhalb meiner Stadt, klar? Was interessiert mich der Kram, den die Alps da oben im Norden veranstalten? Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Ich würde dir raten, das Gerede nicht noch weiter anzustacheln. Du machst mir die Leute hier nur noch verrückter mit dem Mist. Also, Schnauze halten, dass das klar ist. Ja, ja, wie auch immer. Was? Ah, schon gut. Wenn ich dir von der Ankunft der Wissenden und den uns bevorstehenden Problemen erzähle, platzt dir wahrscheinlich das Hirn. Ich habe keine Ahnung, von was für einer Sauerei du da sprichst, aber ich rate dir, sie besser... Entspann dich, alles wird gut. Alles wird gut. Ich mag diesen Spruch. Und jetzt werde ich mich wieder um wichtigere Dinge kümmern. Ja, setz dich mal hin und gucke in die Weltgeschichte hinein. So, warte mal. Der Kampflehrer war doch da hinten gewesen, ne? Das war doch dieser Big Jim. Ist das, was auch mal cool wäre, wenn man so ein Spiel entwickeln würde, wo du Roleplay-technisch, wo du, sag ich mal, von denen die Fähigkeiten übernehmen würdest, die du besiegst. Weil im Endeffekt, wir haben den Meister schon längst geschlagen, aber lernen noch bei ihm. Ist da, wie ich es meine? Irgendwie wäre das voll interessant, so, ah, du bist der Meister, du hast die Fähigkeiten von dem Dödel da übernommen. Und das machst du immer so weiter und dadurch steigst du immer weiter auf. Wäre auch mal ein interessantes Ding. Du, hey, bring mir mal was bei. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Zu gütig. So, pass mal auf. Ich will mal die Fernkampfwaffe haben. Sehr gut. Hier kannst du mir auch noch die Nahkampfwaffe bringen. Das ist schön. Angriffsstärke nehmen wir auch noch mit. Na, hier brauchen wir Konstitution. Da sind wir erstmal nicht drin. Und Wuchtstärke ja auch nicht. Hm. Ich habe noch 9 Punkte. Nee, warte mal. Schließen. Haben die hier auch nicht einen Überlebenstypen? Mad Bob. Na dann auf zum Mad Bob. Holen wir mal da noch ein paar Punkte rein. Ne? Ah nee, kann ich gar nicht, oder? Überleben. Überleben. Ja, wobei doch, guck mal hier, die könnte ich da rein investieren. Aber ich glaube, pro Konstitution fehlen trotzdem noch 4 Punkte. Ich glaube, 60 war der nächste Schritt, ne? Ja. Ach, dann lohnt sich nicht. Dann habe ich eigentlich gar keinen Bock dahin zu rennen. Abenteurer, zeigt dir alle Teleporte auf der Karte. Oh nö, kein Bock. So, wo geht's als nächstes hin? Gehen wir jetzt da den Genozid veranstalten? Ja, komm, auf zu den Klerikern. Entweder sie wären jetzt wie wir oder wir bringen sie zu ihrem Gott, Kalan. Verdient hat er das nicht. Nennt mich Kalan, ich bin euer Gott. Oh, das könnte ein interessanter Kampf hier werden. Hey, Rüstmeister. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ich kann alles kaufen. Allererstes brauche ich nämlich Energiezellen und da brauche ich nochmal ein paar Plasmazellen. So, was habe ich denn hier für euch? Genau, Todesstrahl ist meine Lieblingswaffe. Also das ist auf jeden Fall meine Lieblingswaffe jetzt hier in dem Spiel. So, guck mal, wir sind jetzt schon so weit, da können wir... Ach komm... So viel Kohle immer noch, wa? Müssen wir das verkaufen eigentlich? Großartig? Nö, ne? Guck mal, hier so ein bisschen die Kleinigkeiten, die wir uns ja hier eh erjagt haben. Ach, pures Mana. Pff, wer braucht das schon? Reines Elex. Das ist die Macht. Guck mal kurz, dass wir dir ein Dings verkauft haben. Also ich muss sagen, ist so, das Zuträglichste ist wirklich auf Nahkampf halt oder halt wirklich in dem Bereich mit der Plasmazelle und Co. So, wir kaufen jetzt mal so ein paar Plasmazellen. Die sind auch von der Sache her gar nicht so teuer. Die Energiezellen kosten mich 2, ne? Die Plasmazellen kosten mich, ja gut, die kosten 5. Aber davon hole ich ja nicht so viele. So. Erstmal beim Feind noch kurz einkaufen. Wir sollten mal bei den Alps ein paar Verkäufer zulegen, ja? Kalan bin ich. So, ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen mal. Tschüss.
auf zum Cheffe. Wäre krass, wenn wir wirklich fast alles auslöschen müssen und nur die Outlaws bleiben, ey. Das wäre ja schon heftig. Oh yeah. Jetzt bin ich gespannt. Sonst wird das der härteste Kampf, insbesondere wie mitten in der Kathedrale drinnen stehen. Man sagt, der Hybrid habe seinen Status verändert. Sagt man sich das? Ja. Was? Es heißt, er würde sich nun anderen Dingen zuwenden. Ja. Er hat seine Vorbereitung abgeschlossen und hat mit seiner Arbeit begonnen, die Welt zu verändern. Was? Woher weißt du das? Ich bin sein Gesandter und soll euch davon in Kenntnis setzen. Schließt euch uns an. Puh! Das Volk der Kleriker wird nicht dem falschen Gott folgen. Dann werdet ihr untergehen. Wenn das die Wahl ist. Ich erledige ich im Hand. Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Selbst die Archivaren greifen jetzt zu den Waffen. Boah, ich hasse diese Dinger, wenn du da nichts mehr siehst. Das hat man mir schon so oft gesagt. Warte mal, das muss ich jetzt machen. Das muss ich jetzt machen. Fokus hervornehmen, raus. Ich bin euer Gott. Geil. Das wird das Thumbnail werden. Also wie gesagt, ich finde das interessant. Der hat eine Rohrzange. Was macht der mit einer Rohrzange? Ich finde das gesamte Thema eigentlich super interessant, dass die Alps sozusagen übernehmen. Aber es ist schon heftig, dass sich alle dem verschließen. Alle verschließen sich dem, ne? Statt so ein paar Einsichtige, die dann sagen, ah, okay, du könntest recht haben, dann schließen wir uns dir an, bevor wir vernichtet werden. Nein, die rennen alle wohlwissend in den Tod. Ja. Was hier los ist, das ist nun mal die Wahrheit. Ich bringe euch euren Gott näher. Denn ich bin euer Gott. Und ich sage, ihr seid es nicht würdig, unter meinesgleichen zu wandeln. Bräuchte ich ein paar sensorische Fähigkeiten, dass ich sehen würde, wo sie sind. Dann doch nicht so göttlich, was? Boah. Aber habt ihr das mit Reinhold gesehen? Ist ja da voll aufgeblubbelt. Versteckt sich hier jemand? Nein. Gut, die Kathedrale ist verwaist. Hat mal jemand eine Fackel für mich, damit ich sie anzünden kann? Da oben war auch, glaube ich, noch mal jemand gewesen. Ne? Wir gucken, wir säubern ordentlich. Also werden wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge sehen. Weil ich will natürlich das ordentlich machen und zum Thema gehört ja auch nun mal dazu. Sie haben sich mit uns angelegt. Sie wollten nicht. Sie wollten sich uns nicht anschließen. Und wie in der vorigen Folge schon gesagt, wer sich nicht uns anschließt, wird beseitigt. Sieht doch gut aus. Halt! Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei Reinhold, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Der ist tot. Hey. Hallo? Komm her. Der erst mal allem widerstanden. So, bin schon wieder bei einer Schlägerei gesehen worden. Soll ich mich wieder bei Reinhold melden? Selbst du bist der Feind. Nein, eigentlich nicht, aber gut. Ihr seid einfach zu langsam. Zusammen schaffen wir das. Ja,
Kannst du mal aufhören, immer diese Rolle zu machen? So. Wow. Achso, da sind zwei übereinander. Deswegen kommt der Schaden nicht rum. Mal doch was nachtrinken. Schön. So. Frage ich mich gerade, wie er das durch die Maske macht. Inhaliert er die wahrscheinlich. Du bist wütend. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Wer denn? So. Naja, doch gut. Wo kommt denn ihr jetzt aber mal her? So, ja, wir sehen hier heute wieder ausufernde Kämpfe. Wir müssen halt natürlich die Gerechtigkeit der Alps verbreiten. Aber ich mache mit denen hier trotzdem. Ich muss trotzdem sagen, also ich komme nicht umhin zu sagen, dass die Waffe einfach mehr taugt. Jetzt reicht es mir. Tja, ihr hättet euch uns anschließen sollen. Das wäre besser gewesen. Danke, das ist meins jetzt. Können wir den Alps zuführen und die können damit wesentlich mehr anfangen als die Kleriker. Ja, dann komm doch. Hast du das gerade gesagt? War wohl nicht ganz so, ne? Gott, da kommt er wirklich wie so eine Bestie von Zarko rüber, Alter. Du rennst, Entschuldigung, da musste ich sogar in eine Gossensprache verfallen, aber du rennst hier los. Ja? Hier oben noch gar nicht? Interessant. Doch, hier oben war ich doch schon, oder? Ja, bestimmt. Nee, da oben war ein Rank, habe ich gesehen. Ah doch, ich glaube, hier oben war ich schon mal. Weil ich hier andauernd Tränke sehe. Da hinten habe ich noch einen Trank gesehen, da oben habe ich noch einen Trank gesehen. Mal hier. Ein Heiltrank. Und wo sind die Fischis? Da gibt es keine Fischis. Hm. Auch nicht viel. Okay, okay. Na dann. Ab wieder nach unten und weitere Zerstörung bringen. Ah, okay. Sind wir hier durch, darüber, dahin, darum. Naja, das klappt schon. Mich mal raus hier. Wart. Das ist heftig, ey. Du kommst. Ich hab euch doch. Wie viele haben die von den Dingern? Wenn der eine Kombo durchschlägt, dann kriegst du ja trotzdem massiven Schaden. Die sind
Ich muss sagen, die Kampfmaschinen der Kleriker sind sogar, finde ich, ein Stück stärker als die der Alps. Also, ich habe gegen die Alp-Dinger nicht so viele Probleme gehabt, muss ich sagen, ne? Komm her, Bursche! Dich hol ich mir! Na, dann mach doch. Au. Hat er sogar. Viele Experience, die wir hier uns abgreifen. Viele Experience. Also es wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Wir werden den ganzen Lager jetzt hier auseinandernehmen. Ich könnte es jetzt so machen, dass ich sage, ich mache das jetzt zu Ende. Und in der nächsten Folge sehen wir uns woanders. Wow. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? So. Gegen die hast du wirklich nur die beste Chance, wenn du dann Luftkampf anfängst. Weil dann kann die kein Stunback, Stunlock. Und dann funktioniert das besser. Oh, guck mal hier. So. Schöne Sache. Wachroboter zerstört. Aber da hängt noch irgendwo einer rum, ne? Regulär wäre ich tot jetzt gewesen und er hätte gewonnen. Zum Glück jetzt nach Life Points. Und nicht nach dem ersten Hit. Hier habe ich irgendwie mehr Arbeit als bei den Klerikern. Ist es euch mal aufgefallen? Ich erlöse euch. Betet weiter. Das wirst du bereuen. Ja, guck mal, das eine ist der Henker, ne? Tja, dann werde ich wohl sein Henker werden. Hoffe ich. Schön, dass eine Maschine ein Mord ist. So. Wo kam denn der jetzt her? Puh, da hat man doch ganz schön was zu tun. Meter. Ist schon heftig. So, der Henker ist dann auch rausgekommen. Da hinten dürfte jetzt auch keiner weiter mehr sein. Dann haben wir diesen Bereich auch zerstört. Dann gehen wir mal weiter. Interessanterweise greifen nicht alle dann gleich an. Das wäre viel heftiger, wenn sie wirklich alle mal gleich angreifen würden. Die Systeme werden heruntergefahren. Okay. Der hat nicht mal was gesagt. Die Waffe rennt auf dich zu. Das ist ein Kämpfer. Und dann sitzt er hier drin. Kein Wunder, dass die Kleriker jetzt verloren haben. So, auch erledigt. Ich werde sie wahrscheinlich alle wundern. Was macht der da? Ziemlich nah sagte das jemand nämlich, deswegen war ich gerade verwundert. Schnell besiegen. Shit.
Da sind noch Grüne? Wo sind die Grünen? Dann sind die ganzen Händler, wa? Glaube ich. So, wieder weiter erledigt. Ja, die Runde, also wir werden es so lange machen, dass wir hier erstmal alles beseitigen, dass alles tot ist ungefähr. Ich werde das alles jetzt in die Folge reinnehmen. Ich werde jetzt das nicht abkürzen. Ihr seid dabei, ihr könnt es dann mitnehmen. Und wir sind ja nun mal gründlich. Wir sind ein Alp. Logisch gesehen müssen wir nun mal jetzt alles ausradieren. Weil es nicht anders mehr geht. Man wollte sich uns nicht anschließen. Dafür werden sie nun sterben. Grundlos wird hier nur angegriffen. Du willst also Ärger? Irgendwo habe ich noch mehr Leute auf dem Schirm, die gleich zu mir kommen. Kleriker tot. Was denn, ihr seid schon wieder weg? Den krallen wir uns. Ja, dann macht das. Das machst du nicht ungestört. Was willst du denn machen dagegen? So. Ja, heute haben wir recht ruhigen Erzähler, dafür ziemlich viel Action, aber ist doch auch mal was Interessantes. Ihr wolltet das auch schon mal machen. Sei doch ehrlich. Ihr habt euch doch schon mal daran gedacht. Ach komm, die ganzen Kleriker, die gehen mir so auf den Keks eigentlich. Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf sie. Und oh, mit ihrem Gott, Kalan-Gerede und alles. So. Ob der mir noch was verkauft? Ich glaube nicht, ne? Hey. Schneide ich den Weg ab. Nee, das macht er nicht mehr. Dafür schneide ich dir gleich was ab. Ach du, ach du, ach du. Okay, das war gut. Da hat er mich wirklich in die richtige Richtung geleitet. Trink mal, trink mal, trink mal. Hier dürften sie eigentlich keinen Platz haben. So. Oh, toll. Okay, das verhält sich wie mit dem anderen Rüstmeister bei den Berserkern. Also er bleibt der einzige Überlebende am Ende. Ich kann es auch nicht verhindern, dass der immer wieder aufsteht. Das finde ich schade. Das hätten sie wirklich mal konsequent durchziehen müssen. Hast du den umgebracht? Hast du den umgebracht? Das ist vorbei. Weil er kann mir auch nichts mehr verkaufen, ne? Das darf man nicht vergessen. Oh, der hat ganz viele Magnesiumfackeln. Energiezellen, Energiezellen, Plasmagranate, Energiezelle, Plasmagranate. Nehmen wir alles mit. Ein Kampf, da mach ich mit. Wie, da machst du mit? Nicht mit mir. Keine Lust, du bist ja unsterblich. Ist ja langweilig. Total unlogisch. So, dann suchen wir mal den nächsten auf. Ach ja, genau, Hagen wäre er noch, ne? Den Hagen haben wir ja noch offen. War der hier drin? Nee, hier war der andere da, ne? Dieser Mechaniker, aber den haben wir ja getötet. Genau, der ist erledigt. Hier kann auch noch ein Kampfbrotter werden. Lieber nicht. Dann Reingang. Nein. Ich komme! Komme! Au! So, er kam da und fiel. So war's. Wäre jetzt eigentlich bald fertig.
Es ermüdet langsam, die ganzen Kleriker zu töten. Und sie sind ja regulär noch nicht fertig. Aber ich glaube, die Außenposten werden wir dann uns angucken, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen Zeit haben. Wir müssen ja dann auch noch nach Abessa. In Abessa haben wir dann vielleicht auch noch was zu tun. Oh je, meine, ey. Wenn es jetzt jedes Mal nur noch Folgen gibt, wo ich andauernd töte, dann breche ich aber ab. Also, ihr wisst, wie ich meine. Nicht das Let's Play jetzt so, sondern einfach, weil ich dann irgendwann gar keine Lust mehr habe, alles zu töten und alles zu machen. Wenn nicht, mache ich so, ich kill jetzt alles. Und im Anschluss mache ich das Looten euch dann später. Genau. Das Looten mache ich gleich danach, wenn ich hier fertig bin. Oh oh. Hab doch aber alle von da hinten auch schon besiegt. So, was ist hier noch? Hier war nichts Besonderes, ne? Nö. Da. Ach, du doch. Nachher vergesse ich die. Kenn mich. Ah, ich weiß, es ist irgendwie komisch, wenn man die ganze Zeit nur tötet. Aber das gehört, finde ich, ja zum Roleplayer nochmal dazu. Wir sind hier in einem Roleplay-Spiel unterwegs. Die Kleriker haben... Suchst du was Bestimmtes? Dich. Danke. Super. Dann gehen wir weiter. Keine Kampfmaschinen mehr. Oh, doch noch eine. Da wollte er gerade bereit machen zum Schießen. Oh, wir sind gleich fertig. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch den da. Den hebe ich mir zum Schluss auf. Hier noch rein. Was war denn das? Beim Tod von euch. So. Guck mal, hier sind ja die Neulinge, ne? Alles gefallen lassen. Hey, Levin. Achso, du bist ja nur der Händler. Lass mich damit. Ryder? Dann bin ich jetzt wohl ein Mitglied der Kleriker. Das glaubt mir keiner. Das ist nicht so gut für dich. Ich habe gerade keine Zeit. Mach's gut. Wir quatschen später. Ich hätte nie gedacht, einmal für die Kleriker zu arbeiten. Waffe weg. Alles. Davor bekommt man ja Angst. Wobei ja. Der Hans. Der Hans ist auch einer der Unbesiegbaren. So. Der ist tot. Aber der ist bewusstlos. Ist doch doof. Ja, du bist einer von den Klerikern. Was erwartest du? Den kann ich nicht töten. So nicht. Aber den dafür. Und den. Boah, es ist mies. Der kam nicht mehr zu irgendwas zu machen. Verfluchter Mörder. Ja, ja. So nannte man mich öfters. Der Krater ist verwaist. Ja, ja. Lieg mir zu Füßen. Wandau. So. Der Tod von Zwander wird in die Geschichte eingehen. Die Geschichte verändern. Gut, dann haben wir soweit alles erledigt, würde ich sagen. Ist wieder ein bisschen länger geworden. In der nächsten Folge werden wir nach Abessa City gehen. Werden wir gucken, was da noch ansteht. Und ich habe mir die Freunde zuletzt aufgehoben. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da nicht auch nochmal so akribisch alles da abmetzeln müssen. Und falls doch, dann würde ich sagen, ich töte nur so die wichtigste Persönlichkeit, den Alois, und der Rest ist mir dann eigentlich egal. Hier habe ich jetzt noch gemacht, weil es Roleplay-technische Gründe hatte. Was macht ihr da? Okay.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Dich mache ich lang. Wer ist das? Kopfgeldjäger aus Ignadon. Okay. Ich bin gleich tot. So, dann habt ihr mich nochmal sterben sehen, weil ich nicht darauf vorbereitet war, was hier war. Aber gut, gut zu wissen, war interessant. Die werde ich einfach ignorieren. Die können wir besiegen, das ist jetzt nicht das Problem. Ich war zu überrascht jetzt am Ende gewesen. Aber es ist auch cool, dass die so eine Kopfgeldjäger losschicken. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann, wie gesagt, besser angehen. Und dann gucken, was noch an Zeit bleibt und dann noch unsere Freunde. Oder vielleicht mache ich dann mal zwei kurze Folgen, je nachdem. Das muss ich mal sehen, wie das von der Time her passt. Weil wir ja dann nochmal wahrscheinlich einen Abspann haben. So, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao.